Willkommen zu Hades Happy Wheels. So sieht's aus, meine kleinen Schittchen. Was geht ab? Vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder Zeit für Happy Wheels. Oh ja, und es ist schon wieder ein bisschen länger her. Daher gibt's auch schon eine ganze Menge neuer Level, hoffe ich doch einfach mal. Wir haben heute Montag. Ja genau, ich nehme nämlich im Voraus auf für die Gamescom, weil ich ja nicht da bin, habe ich keine Zeit dafür. Deswegen schwinge ich mich jetzt hier auf meinen Schreibtisch, auf meinen Stuhl und los geht's. Was haben wir denn hier? Seit dem 13. Oh, da gibt es eine ganze Menge, das wir hier spielen können. Ich glaube, wir gucken mal, fangen direkt mit dem Anfang an. Lost Diamonds. Fixed Version. A diamond that have been unknown for many years is finally found, or is it? Okay, wir haben einen Diamanten gefunden. Das klingt nach einer Map, die etwas... Oh, die scheinbar auf jeden Fall wieder ein bisschen aufwendiger gemacht ist. Baby, bitte nicht, Mami. So. Wie sieht's denn aus? Alles klar. Oh, oh, was ist das denn? Alter, das hat mich angegriffen. Ah, okay, ich durfte gar nicht da lang. Jetzt muss ich durch so einen Stollen. Und ich glaube, ich werde auch besser hier oben lang fahren, weil da unten wäre ich wahrscheinlich verreckt. Nö, da ist gar nichts. Das ist ja öde. Oh, da kommt ein Stein. Jetzt aber schnell. Okay, alles klar. Und jetzt? Wir sind abgestürzt. Was ist denn das für einer? Okay. Nein, nicht töten. Okay. Wir sind quasi ausgewichen und jetzt kann ich da langfahren, oder wie? Komm schon, Daddy, tritt in die Pedale. Was für ein abgefahrenes Level. Crystal Cave. Aha, Crystal Meth Cave. There is something... Warte mal, find something. Okay, Ja, darf ich weiter? Nicht? Oh, okay. Da ist so ein Riesenskelett. Picked up Dynamites. Aha, okay, jetzt muss ich wieder hier hoch. Jetzt kann ich wahrscheinlich hier die, Hammer, geil. Jetzt sind wir in der Crystal Cave. Und da ist der Diamant! You found the diamond! Und jetzt muss ich wahrscheinlich schleunigst hier raus, wie Indiana Jones, der vor dem Ding abgehauen ist. Und wir haben gewonnen. The Diamond Lost. The Lost Diamond, okay. Ja. Ja, war okay, ne? Also, war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht atemberaubend. Ich hatte auf ein bisschen mehr, hier so rätselmäßig gehofft. Escape from the box or you will die. Okay, Escape the box finde ich ja immer gut. Heißt also, wir müssen mit dem Kopf durch die Wand, wie immer. Und hier haben wir eine ganze Menge Zeit. Und ich schaffe es auch. Nein! Nochmal. Okay, das war eigentlich nicht allzu schwer. Jawohl, jetzt haben wir es quasi schon geschafft. Oh no! Aber geil, Junge! 7,7 Sekunden. Ob das wohl auch schneller geht? Komm, einmal probieren wir das jetzt noch. Das dauert schon zu lange. Ich will es einmal schneller als 7 Sekunden schaffen. Ah, ist schon vorbei. Komm, wir müssen direkt... Nicht hinsetzen! Komm schon. Komm schon. Okay, das kannst du schon knicken. Egal, wir haben es geschafft. 7,7 Sekunden ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und hier haben wir First SM Football. Slow Motion. Thanks for playing. Goal! Okay, diesmal ich muss wahrscheinlich wieder das... Ja, super. Rate 5 if you didn't score. Rate 5 if you scored. Ja, wenn ich könnte, würde ich jetzt natürlich hier mal... Ne, weiß Bescheid. Epic Minecraft Part 1. An HD Minecraft Adventure very close to what Minecraft looks like. It's really cool and took long to make, so please rate fairly, have fun. Okay, da bin ich aber jetzt mal sehr gespannt, ob das wirklich Minecraft nahe kommt. Achievement Get, Taking Inventory. Okay, alles klar, wir spielen quasi... Ja, okay, da habe ich aber schon schönere Minecraft-Dinger gesehen. Ach, hier kann ich jetzt quasi... Achievement getting wood. Aber geil, jetzt haben wir 2 Holz. 3 Holz. Ja, wunderschön. Darf ich jetzt weiterfahren? Ja, okay. Was jetzt? Alles klar, jetzt machen wir so eine Truhe daraus. Benchmaking. 5 Minecraft Hours later. Okay. 5 Stunden später. Boah, nach 5 Stunden habe ich aber schon ordentlich was gebaut. Aber nicht so ein hässliches Häuschen hier. Hui, mein eigenes Minecraft-Häuschen. Das so viel hat er nach 5 Stunden spielen. Das ist aber ganz schön eine magere Ausbeute.
Naja, okay. Also. Geht so. Oh, Pogo Jump. No Comments. Ja, okay, da kannst du wahrscheinlich auch keine Comments sitzen. Secret Passage. Komm. Komm. Du willst es doch auch. Komm schon. Du willst es doch auch. Ich weiß, dass du es willst. Und deswegen machen wir das jetzt. Du schiebst jetzt deinen Hintern immer Zentimeter für Zentimeter schön in die Richtung. Komm. Ach, jetzt komm. Ja, super. Okay, ich glaube, wir müssen rückwärts darüber springen. Ja, so ist doch gut. Oh, cool. Das war noch so ein Longest Fall-Krams. Aber wir wollen natürlich hier diesen Pogo-Jump machen. Deswegen müssen wir vorwärts und nicht rückwärts. Ja, Noob, ich weiß. Ich bin doch noch gar nicht durch hier. So. Normal. Jetzt kommt Po. So, heute ist Montag. Ja, das heißt... Übermorgen geht die Gamescom los. Ja? Mittwoch ist natürlich Fachbesuchertag. Aber wie ich gehört habe, gibt's irgendwie viele Wildcards oder sowas. Keine Ahnung. Womit viele Leute irgendwie auch so schon auf die Gamescom können. Aber Donnerstag geht's natürlich richtig los. Da werden die Pforten dann geöffnet. Und ich bin sehr gespannt, muss ich schon sagen. Also ich nehme das jetzt natürlich alles im Voraus auf hier. Weil ich ja sonst keine Zeit habe unter der Woche. Aber... ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gamescom dieses Jahr ziemlich geil wird. Einfach weil wahrscheinlich wieder super viele Leute da sind. Und die Spiele dieses Jahr sind sicherlich auch höchst interessant. Ach du Scheiße, das hatten wir aber auch noch nicht. So schräg da hochspringen. Okay, ja, das war jetzt kacke. So. So, 5 plus. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Nochmal so. So, Superman. Oh, das ist aber assi, ey. No problem, sagst du. Nein, oh, jetzt vorsichtig. Oh. Ah! Ja! 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 Wunderschön! Wunderschön! Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Raupe machen. Ja, dann machen wir einfach die Raupe. No problem einfach nur. Oh, das wird aber schwierig hier. Ah, okay, alles klar. Geht klar. Geht klar. Geht klar. Komm schon, Junge. Komm schon. Du willst die Rampe machen. Ich weiß, dass du es kannst. Nicht rückwärts, vorwärts. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. So ist gut. Das ist jetzt zwar irgendwie nicht die Raupe, sondern keine Ahnung, was das ist. Boah, Alter, das ist aber ganz schön schwierig, muss ich sagen. Mühselig eher. Na komm. Komm, 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 komm. Ja, so ist gut. So ist gut, so ist gut. Sei ein braver Pogo-Mann. Sei ein braver Pogo-Mann. Ich sag euch, Leute, wenn ich jetzt sterben werde, werde ich das sicherlich nicht nochmal machen, die Scheiße hier. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir Iron Man-mäßig da hochspringen. Was sich als recht schwierig gestaltet, muss ich sagen. Oh, das war aber knappi. So. Okay, jetzt muss ich STG. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Nein, nicht da rein. Nein. Alter, jetzt sag nicht, du bleibst da hängen. Komm schon, Pogo-Mann. Pogo-Mann, ich weiß, dass du es kannst. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte jetzt nicht da drin hängen bleiben. Nicht so kurz vom Ziel. Ja, 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 ja. Oh, 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 ja, ja. Komm schon, jetzt Ziel. Haben wir geil, Junge. 188 Sekunden haben wir gebraucht. Ist natürlich eine ganze Menge. Aber mir ist da schon so ein bisschen die Flatter gegangen, als wir da bei diesem komischen Stern waren. Also da muss ich sagen, das war aber knapp hier. Das ist wie so in diesen YouTube-Videos, wo sich so Katzen in so einen Karton reinquetschen und dann sich so drehen. Das kann unser Pogo-Mann nämlich auch. 3-in-1 Level. Survive Glass Break Jet Run. Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. So, das ist hier noch no problem, ja. Weil die einfach alle nichts können. Hey, oh no! So. Ach, Glassbreak, Leute. Bei Glassbreak lasst ihr euch auch alle echt nichts mehr einfallen. Weil das ist so mittel-einfach das Standardding mittlerweile. Ja. Oh, da ist Jetball, Junge. Jetzt geht's los. Da schickt ihr uns aber auch schon richtig üble Dinger da entgegen. Nein! Natürlich verreckt. Egal, nochmal. Voll der Analspieß, ey, ohne Spaß.
Hui! Alter, was machen die da? Voll die Perversen, ey. Oh, mit dem Dreizack des Todes. Oh, Mami! So, komm. Mach jetzt keine Faxen hier. So, kein Problem, alles klar. Jetzt kommt Jetwall nochmal an den Start hier. Ich muss auf jeden Fall die Bremse betätigen, damit ich hier gestoppt werde. Okay, Arme brauche ich sowieso nicht. Unser Sohnemann ist schon lange weg, ja? Okay, das machen wir aber noch. No problem. Einfach drüber und ab ins Ziel. 39,56 Sekunden. Geht sicherlich schneller. Aber... Just jump. Wait for screen. Okay, wait for screen. Was steht da? Welcome to jump. Just jump. Und das ist cool. LOL. Wie ist denn jetzt mein Helfer über meinen Kopf flöten gegangen? Mit Salto, Junge. Oh, okay. Ich hab's nicht überlebt. Schade. Boah, da kriegst du aber nie jetzt einen Speed drauf, sagst du? Mit Salto. Lol. Okay. Ja, das geht aber klar hier. Das geht klar. Ja, Mann, ich bin zwar in alle möglichen Teile zersprungen, aber wir haben das Level geschafft. Innerhalb von 6,23 Sekunden. So, 99% impossible. This is a hard level with a cool texture and a super secret entrance. Jetzt habe ich mich verschluckt. So, was haben wir denn hier? Ach so. Uiuiuiui, hardcore. Okay, das glaube ich ist sicherlich nicht mega einfach, sage ich mir jetzt einfach mal. Alter! Da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie das machbar ist. Ah, ich weiß wie, ich weiß wie. Alter, das ist aber echt assi. Das ist schwierig vor allen Dingen. Okay, da sagt ja auch 99% impossible. Ich glaube, bis ich das geschafft habe, da oben drauf zu landen. Ja, Pokémon, mach uns die Katze. Ja, nein! Wieso springst du denn? Das war jetzt aber nicht cool, Kollege. Nee, das war zu weit. Okay, jetzt vielleicht? Ja, der sitzt. Der sitzt. Sehr schön. Jetzt mache ich das. Jetzt mache ich das. Was? Was? Du musst den Coin getten. Aber ich bin tot. Nein. Uncool. Ich muss den Coin getten. Ja, ich dachte, das reicht, wenn ich da einfach unten auf dem Boden lande. Aber Pustekuchen? Ja, kein Problem. Das machen wir jetzt hier einfach. Ah, fuck. Ach, Mist, ey, Bro. Das ist aber auch wirklich assi hier. So, so ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Ja, ich darf nicht nach vorne drücken. So, komm, mach uns die Katze. Jawohl. Alles klar. Ja, ja. Wir machen jetzt einfach die Raupe. Und wer... Oh, habt ihr das gesehen? Wie wunderschön das war. Das wird schief gehen. Oh ja, das ging aber hardcore-mäßig schief. So, komm, Pokémon. Ich weiß, dass es in dir steckt. Du kannst es schaffen, ja. Pokémon. So, jetzt machen wir das aber. Lol. Und jetzt? Wo lande ich hier? Ah, in einem anderen Pogo-Kurs quasi. Wenn ich hier durchkomme, kann ich das Level auch schaffen. Und wofür muss ich, kann ich jetzt den Coin da oben getten? Das ist einfach nur so zum Spaß, oder wie? Ah, wahrscheinlich. Ah, ja, das geht... Oh, da oben wird aber schwierig, das sage ich euch. Da wird aber schwierig. So. Ja, würde ich sagen, 41,9 Sekunden. Geht sicherlich auch wieder schneller. Aber immerhin. So, survive the fall. Try navigate through the orange maze and find victory at the bottom. Okay. Survive the fall. Okay. Ja, ich würde mal sagen, das ist bestimmt jetzt nicht auch so mega schwierig hier. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt kommen die runden Sachen, die sind nicht ganz so schlimm. Komm, rutsch. Komm schon, Kollege. Ja, so ist gut.
Jetzt gleich kommen wahrscheinlich die Stäbchen. Okay, wir spionieren mal eben kurz, was da sonst noch alles kommt. Alter Junge, da ist aber eine ganze Menge Stuff am Start, ey. Dann lassen wir uns mal ein bisschen weiter mittig irgendwie fallen. Weil dieses Rotator-Ting-Ding da ist irgendwie ein bisschen links gewesen. Dann lassen wir uns jetzt mal hier fallen. Ja, no problem. Einfach durch. So ist gut. Ja, so ist gut. Ja, sollen wir das gerne. Allerdings möchte ich jetzt nicht da runter, weil ich wette mit euch, auf der anderen Seite ist das Ding nämlich auch. Ja, siehste, sag ich doch. Ja, komm, Beine brauchen wir sowieso nicht. Ja, die stören eh nur. Die brauchen wir auf keinen Fall. Ja, hier jetzt durch diese Dinger durch. Das wird schief gehen hier. Ja, so ist gut, so ist gut. Ja, guck mal, das ist so ohne Beine wird das doch was. Das ist so, guck mal, hier, no problem, ja. Kein Problem, ja. Und geschafft. Jawohl, weißt du, wir haben zwar ein Bein komplett verloren und das andere haben wir noch halb behalten. Aber das geht auf jeden Fall klar. So, was sagt denn die Zeit? Die Folge ist schon wieder vorbei. Leck mich mal am Arsch. Weil wir machen nämlich diese Woche wieder kürzere Folgen, weil ich ja nicht da bin. Und ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge Level hier vor uns. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und ich würde auf jeden Fall sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet um 17.30 Uhr, wenn es wieder heißt Happy Beats Hardy. Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.